den müssen wir mitnehmen. Warum nimmst du den mit, Chat? Ja, keine Ahnung, da war es immer hinten drauf bei mir. Ach, nee, nee, nee. Der wurde angesprungen. Achso, hier ist noch eine Medium Mana Flask, wenn ihr einer braucht. Sehe ich gerade. Nimm die mal mit, kann ich gleich immer noch abgeben. Und das mit dem ganzen Komplexen, das zieht sich nachher auch nur durchs Craften und so weiter, weil du kannst später durchs Craften zum Beispiel die Sockelfarben auf den Rüstungen verändern. Aber das ist alles auf Luck-Prinzip basierend. Mit diesen Orbs, weißt du, die benutzt du dann und dann ändert sich die Sockelfarbe, aber ob die dann wieder verbunden sind, das ist dann auch wieder Luck und so weiter. So. Einmal ansprechen, Sache erledigt, dann können wir weitermachen. Ich hab den schon angesprochen, Mensch. Ja. Ja. So, lass mal gucken. Und das geht bis Level 99, hast du gesagt, ne, glaube ich. 99 oder 100, ich weiß jetzt nicht, ob 100 das Endlevel ist, kann auch sein, dass es 100 war. Und du hast 121 Skill... 121? Ich meine 121 Skillpunkte Maximum. Du kriegst halt durch Quests noch Skillpunkte. Okay. Und so weiter, wie du es auch aus Diablo kennst, also das ist relativ gleich gehalten. Wir können hier auch sterben, wie wir wollen, das ist keine Hardcore-Liga, sondern ganz normal halt. Ja. Die Gems gehen, wie gesagt, bis Level 20. Jedes Gem immer? Jedes Gem geht bis Level 20, aber du musst halt auch später... Oh, Schatz, du bist in einer anderen Richtung, glaube ich, ne? Ja, ich... Warte, ich... Genau. Du musst halt später, so ab Level 10 oder so, wenn die Games anfangen, brauchen die dann, keine Ahnung, 130 Stärke und so weiter, die hast du dann nicht unbedingt, dann kannst du teilweise nicht mehr weiterleveln eine Zeit lang. Okay. Oh, ein gelber? Ja. Ja, der ist was stärker. Und macht fiese Sachen am Boden, deswegen kann ich hier kaum was machen gerade, ey. Ja, ey, komm, bist du verarschen? Ich hab doch gerade einen Heiltrank genommen, ey. Oh, ich sterbe auch. Ja, ich bin auch tot. Ja, einfach direkt wieder ranfahren. Ich mach euch Resurrect at Checkpoint oder was? Townport steht, ja, ja, mach an Checkpoint und dann komm zum Townport. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Bin ich schon wieder falsch gelaufen oder was? Rina, mach den Townport und dann geh direkt in Mainz rein einfach. Oh, wir sind schon fast wieder da. Hey? Oder so. Oder so. Ja, wir hätten in die Stadt porten müssen, um wegen dem Townport, ne? Komisch. Ja, ja, genau. Warte, wo waren das lang? Hier war das lang, ne? Junge, was hier abgeht. Oh, was hab ich hier? Hm? Warte mal. Die da rüber tun, den da hin tun. Der ist uninteressant. Der ist uninteressant. Das ist uninteressant. Ach so, ich hab hier noch was. Warte mal, das ist für Brina, glaube ich, oder? Okay. Nein, das ist ein Assassin Skill. Der bringt keinem was. Der bringt keinem was. Normalerweise müsstet ihr jetzt auch so langsam an eurem ersten dickeren Skill angekommen sein, oder? Keine Ahnung. Auch mich nicht. Ich bin hier gerade noch am... Ach scheiße, der Lusty war ihm. Der ist, ja, ich jetzt nicht gezogen. Kacke. Für den Bogen. Geht's denn hier lang? Ah, hier. Rina? Ja.
Was bist denn? Du? Ja, wo bist du? Ah, na, ich guck hier gerade in meinem Inventar noch. Achso, dann sag das doch. Wir haben ja keine Eile, so ist das nicht. Oh je, oh je. Was? So allgemein, dass wir hier durchblicken, das ganze Idee. Ja, das ist normal. Aber sobald du so ein bisschen Durchblick hast, merkst du eigentlich, wie interessant das Ganze ist, was du hier alles machen kannst. Wo müssen wir jetzt lang? Hier oben bei mir. Und dann da durch. Mein Stein hat wieder gelevelt. Kann einer mal ein Town Portal machen? Weil wir müssten eigentlich mal in die Stadt, um die Quest abzugeben. Einmal durchgehen. Ich muss als letzter gehen oder ist das egal? Beim Reingehen ist egal, nur nachher beim Rausgehen. Also okay. Wieder zurückgehen quasi. Will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Warum krieg ich nicht die Skills, die ich will? Das will ich nicht. Oh, die Kisten scheinen aber sehr groß zu sein, wa? Ja, die kannst du auch noch erweitern. Kannst du auch noch erweitern, alle. So, die Quest müssen wir abgeben. Wo? Hier, wahrscheinlich. Deals Fire Damage, okay. Ach so, und die Skill Gems, die würde ich nicht verkaufen. Die würde ich einfach in die Kiste legen, weil die kannst du, selbst wenn du sie nicht benutzt, ja, oder nicht brauchst, später mit anderen Charakteren wiedernehmen, weil die Kisten sind, sind Account-basierend, nicht Charakter-basierend. Sprich, alles was du hier hast, kannst du, wenn du einen neuen Charakter machst, auch da rausziehen. Okay. Wenn es in derselben Liga ist, vorausgesetzt. Also nur, wenn du auch in derselben Liga bist. Wenn du jetzt einen neuen Charakter auf Hardcore machst, dann natürlich nicht, dann hast du eine leere Kiste. Habe ich jetzt hier alles angenommen, oder? Weiß ich nicht, ob du alles angenommen hast. Oh, siehst du, wenn kein Ausrufezeichen sind, dann hast du alles. Und dann durch Daniel sein Tornportal einfach wieder zurück. Seid ihr schon drinne? Ja, wir sind schon drüben. Jo, hey, erstmal durchblicken hier dem Jens. Ah ja. Ah, die weißen Gegenstände, Brina, würde ich nicht alle aufheben. Mach ich nur unnötig voll mit. Alles ab blau ist, das kann man ruhig mal mitnehmen, wenn man genug Platz hat. Und sowas hier sagt. Ja, jetzt ist sie rausgeflogen. Was ist denn da los, gerade? Heute hat irgendwie jeder Chaos, kann das sein? Ist hier. So eine Scheiße, ey. Aber spielen kann sie anscheinend noch. Also liegt am TS. Alter, ich muss die Wecker hier mal einstellen. Das kann nicht sein, dass da die Wecker am Wochenende klingeln, ey. Aber so erkennst du schon, dass die Spieltiefe weitaus besser ist als die von Diablo, oder? Ja, ich sag mal so, man muss halt erstmal damit klarkommen, ne? Ja, das schon. Aber das ist mehr wie Diablo 2, ne? Richtig.
Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum das viel mehr Leute mögen als Diablo 3. Also wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob es daran liegt. Wobei, was sie hier alles mit den Skills fabriziert haben und mit dem Skill-Baum ist schon beachtlich, würde ich mal sagen. Ey. Der Franz. Was denn? Hat gesagt, wie der Dennis das immer mit Diablo vergleicht. Ja, es ist ja nun mal. Wie würdest du es denn sonst vergleichen, Franz? Mit Titan Quest, was auch auf Diablo basiert? Im Grunde basiert ja alles auf Diablo. Mann, oh Mann, oh Mann, erstmal klarkommen mit. Ach, jetzt sind die Steine wieder gelevelt. Ich finde auf jeden Fall echt, das Spiel hat mehr mit Diablo 2 zu tun, mit Diablo 3 eigentlich gar nichts, was. Es war so ein bisschen. Alter, so, hast du jetzt echt ein Legendary Schwert da liegen? Ja, ich fand so. Ist klar. Also noch nicht mal Level 10, aber Legendary. Also okay. Muss das sein. Ja, schon klar. Ja, aber ich habe keine Rolle zum Identifizieren. Echt nicht? Nee, jetzt, oder? Ich geb dir eine. Ah doch, hab ich. Sehe ich gerade, doch hab ich. 9 bis, ja. Ja, behalten wir mal, ne? ich würde mal sagen, das ist die Zweitwaffe. Ach, machst du 2 in das? Ja. Ja, dann kannst du ja Dual Strike spielen. Die Flask kann man aber dann auch irgendwie wieder rausnehmen, ne? Die Flask kannst du einfach austauschen. Wo seid ihr denn lang gelaufen jetzt? Aua. Ach, was mache ich denn? Das Ding muss man einfach nur aktivieren. Wo seid ihr lang gelaufen? Unten. Einfach den Weg weiter. Dann kommst du zum Tor, da müssen wir durch. Ach, da seid ihr, okay. Warte mal kurz, ich schreibe meinem Schatz mal kurz. Jo. Ob das mit Teamspeak wieder nicht klappt? Da! Okay, dann brauchst du gar nicht lesen. Baby, Schatz! Hallo? 10 Minuten mache ich noch, dann bin ich weg, weil es fuckt mich hier gerade alles ab. Was ist denn los mit deinem Internet? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wirklich, ich. Besonders das Kuriose ist ja wieder.